Hallo Leute, hier wieder ein weiteres Panzers Replay von mir und dem Steve. Diesmal zusammen mit dem Muki 83 und dem Gecko One hier auf Ehrenberg. Wir sind mal wieder unterwegs in meinem Lieblingstank, dem KV-2. Ihr seht, im Gegnerteam auch ein guter KV-2-Fahrer, Blood Rain. Ansonsten wieder mal kunterbunte Mischung. War eine sehr, sehr geniale Runde. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, haut es immer in die Comments. Ein Däumchen würde mich freuen. Ansonsten genießen wir jetzt einfach mal diese Runde. Lass uns tanzen. Ich orientiere mich natürlich erstmal zur rechten Seite. Dann schauen wir mal. Ah, ihr seht, kunterbunte Aufteilung, KV1 übers offene Feld, ein Hetzer unten, der durch die mittleren Häuser jagt. Sonst einiges über die linke Seite. Ihr seht auch eine SU-100 und der KV-2 im Prinzip die beiden, die erstmal das Hauptziel sein sollten. So, hier haben wir jetzt das Problem, niemand macht Licht. Der M4, oder wir haben zwei M4 hier, und der eine versteckt sich jetzt hinter mir, was ich immer nie verstehen kann, was dieser Blödsinn soll. Problem natürlich jetzt, keiner macht vorne Licht, also kann Wookie in seinem TD auch nicht wirken, und schwapps, kriegen wir die Rechnung, steht ein KV-1S vor uns. Natürlich nicht so optimal. Der deckt wiederum jetzt für seine Leute auf. Ihr seht es, mittlerweile steht es auch schon 0-3. Der Gegner KV2 hat schon 2 Kills. Fixiert auf die SU-100. Hätte die anderen vielleicht. Scheiße, ich bin in Kacke getreten. Hätte die anderen vielleicht eher erwischen können, aber wollte natürlich den besseren Spieler. Brumm, brumm, Hurensohn. Es ist geil, der King zu sein. Ihr merkt auch, dass ich beim KV2 nicht auf die Durchschlagsanzeige achte. Hat einfach auch mit der Streuung zu tun. Vielleicht rechne ich einfach eher damit, dass er nicht dahin geht, wo ich hinziele. Das war's, du scheiß Noob. So, den hätten wir raus. Steht 5 zu 8. Natürlich versuche ich immer mit dem KV2 auch Full Damage. Sieht man jetzt hier. Ich schnapp mir lieber den mit mehr HP. Du kannst nicht kämpfen und du bist als Jungfrau gestorben. Das ist hart. Jetzt haben wir leider Wookie verloren.
bin unter Beschuss. Wenn du fürs Sterben bezahlt würdest, wärst du ein reicher Mann. Muss mich da jetzt irgendwie bewegen? Auf im Straßenverkehr. Schnell Kette repariert. So viel zum Thema ABS. Wie ist der Critical? Vom ELC? Zwischen Reifen und Asphalt wirst du nicht alt. Ich schau dir in die Augen, Kleiner. Wer tot ist, darf nicht mehr mitspielen, Kleiner. Hui. So, die Seite erstmal beackert. Was jetzt feststand, erstmal, dass wir nur noch drei Leute sind. Und dass der Rest nur über die andere Seite kommen kann. Ihr seht, Gecko ist noch bei 23%. Und da ist der KV2 aufgedeckt. Der gerade abgelenkt ist. Er will den M4. Falls Sie in der Hölle fragen, sagt der Duke schickt dich. Sehr gut gelaufen. Erst der Einschlag vom Gecko, danach ich hinterher und raus ist er. So. Das ist jetzt auch natürlich wieder mal ein Beispiel dafür, gerade wenn man im Team spielt und über Teamspeak zum Beispiel kommuniziert, kann man sich natürlich jetzt absprechen. Ich nehme erstmal Deckung hier hinter dem Haus, spiele eine Runde Sparta, halte voll auf die Brücke. Während Gecko sich verlagert und linke Seite in die Senke reinfährt, um von dort aus natürlich Licht zu machen. Ihr seht momentan, ja, ich habe mit Gold geschossen. Nächster Schuss wechsel schon auf HE-Mu. Und jetzt abwarten. Und da haben wir einen. Du brauchst ein Schildchen am C. So. 183 HP hat der nächste. Das sollte auch mit HE machbar sein. So, der gute Junge versucht sich zu verstecken hinter dem Wrack. Tja, HE halt, ne? Dieses Spiel ist so gut wie gewonnen. So, jetzt geht's da an die Art, die zu filmen. Nochmal gut gelaufen. Ah ja. Man sieht, er bedankt sich auch und schöne Grüße an alle YouTube-Fans draußen von Koyu. Gut. Aber da macht's dann umso mehr Spaß. Sechs Minuten noch Zeit. Jetzt haben wir natürlich die Zeit auch zu gucken, wo ist der Gegner. Ich weiß gar nicht mehr, wo die war. Aber ihr seht's, eine schöne Runde. 3200 Schaden bisher, 8 Kills. Leider konnten die anderen jetzt nicht so wirken, aber ihr habt es ja gesehen am Anfang und ihr seht es ja auch an der Minimap.
Ziemlich weit in unserem Bereich viele Gegner gewesen. Hätten gar nicht so weit kommen dürfen. Was macht man jetzt als 5er Adi? Also ich hätte mich. Also man kann sicherlich viele Sachen machen als 5er-Arti in dem Moment. Man kann sich verkriechen, sich verstecken. Vielleicht sogar in dem Bereich so, dass man den eigenen Cap irgendwo eindecken kann, dass man kurz aufdeckt, dann wieder in Pull-Down, also schnell zurückfährt. Und vielleicht auf dem Cap schießt. Aber Cappen? Jetzt glaube ich nicht so optimal. Und da haben wir den guten. Endstation für dich. Und da war es die Nummer 9. Runde vorbei. Also, ich fand, war eine echt coole Runde. In dem Moment auch ist man natürlich voll drinne und aufgeregt. 3582 Schaden, 9 Kills mit meinem All-Time-Favorite, dem KV2. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Guckt euch die anderen Videos bei mir an. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt, Kommentare, haut's in die Comments. Ich antworte gerne. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Erfolg.